Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar mit dem ersten kleinen Test. Das ist noch kein großer Test. Der richtige Test kommt dann, wenn mein Paket kommt. Das kommt so am 25., 26. oder 27. Laut Stadia bzw. laut Google. Das heißt, in wenigen Tagen kommt das Ganze. Aber ich würde jetzt mal so einen kleinen Test schon mal machen, wie so die Performance an sich ist von Stadia und alles. Und ja, also ne, wie die Bitrate ist, wie das mit den Komprimieren und ist, wie die FPS ist, gerade die Latenz und so, wie groß, also ne, Eingabeverzögerung werde ich jetzt mal testen. Wir haben heute den 24. Eigentlich habe ich den Code sogar schon am, wann war das, am 21. bekommen. Dann waren aber die Destiny-Server down und alles und ja, dann gestern gar keine Zeit, am 23. hat es glaube ich auch wieder geklappt. Ja, jetzt komme ich aber erst dazu, ja, ein Video aufzunehmen. Deswegen, ja, jetzt erst Google Stadia. Oder beziehungsweise der erste Test. Und ja, man sieht, ich habe hier schon Spielen Stadia gemacht mit einem super modernen Icon. Sieht moderner aus als bei Windows 95. Eher noch älter. Aber egal. Ja. Hier sind wir. Google Stadia. Und wir testen das heute mit Destiny 2. The Collection ist ja eins der Sch zwei Spiele, die man freischalten kann, kostenlos. Und das testen wir. Und Headset verbunden, Mikrofon an. Wir drücken A. Also ich spiele das erstmal noch, weil ich, wie gesagt, mein Paket halt noch nicht habe. Nur mit den Xbox One Controller. Aber wie gesagt, es gibt ja halt auch die Möglichkeit, das Ganze am PC ohne Hardware zu testen. Und ja. Aber das ist halt heute nicht das Hauptthema. Es geht halt heute wirklich nur einfach um Google Stadia, wo wir halt mal ein bisschen testen. Ich habe schon einen Charakter erstellt. Ja, ein Jäger. Und ja, mit dem melden wir uns mal an. Also ich habe noch nichts gespielt. Seht ihr jetzt auch. Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst! Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Ja. Die Ladezeiten finde ich okay von Google. Dieser Ort ist ein altes Kosmodrom, ein russischer Raumhafen. Er steht jetzt unter Quarantäne und ist ziemlich gefährlich. Aber unser einziger Weg vorwärts führt durch die Mauer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe eine 100.000er Leitung. Dennoch habe ich ab und zu ganz schöne ja, Bildprobleme, also dass das Bild manchmal ein bisschen einbricht und so. Ja. Aber hier Doppeljump und ja. So, die Latenz ist okay. Also ich merke jetzt keinen Unterschied zu, wie wenn ich auf einer normalen Konsole zocken würde. Es ist relativ gut spielbar. Grafik ist bis jetzt noch ganz gut, also Destiny ist auch, glaube ich, nicht so gut optimiert worden
für Stadia. Aber bis jetzt grundsätzlich geht es. Das 60 FPS merke ich auf jeden Fall. Wir müssen los. Ohne Waffen sind wir leichte Beute. Ja. Das läuft auf jeden Fall relativ flüssig. Und ja. Wir gehen mal nach vorne. Und irgendwie ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so ist, aber es kommt mir so vor, als hätte Destiny 2 denselben Anfang wie im ersten Teil. Aber auch hier das Licht. Du musst in die Stadt zurück. Ist okay. Und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Darf ich auch mal reden? Suchen wir weiter. Aber in Destiny 2 soll es halt nicht ganz so gut aussehen. In Red Dead Redemption 2 habe ich gesehen, zum Teil, dass es irgendwie besser aussieht. Und, wir haben Licht. Vorsicht, sie sind überall. Hier können wir... Ne, können wir nicht öffnen, okay. Geh weiter. Es ist ein Risiko, aber ich besorge uns mehr Licht. Hochsicheres Militärsystem. Check. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege, kommt Ärger auf uns zu. Nicht gut, gar nicht gut. Sie sind definitiv nicht vor uns zu sehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. Okay. Okay. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund zurückgeholt. Du bist ein Jäger. Das heißt, du hast keine Angst vor Risiken. Geh immer weiter und sei kampfbereit. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Verzögerung und so. Okay. Ah, okay. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Ja. Die Gefallenen sind Plünderer. Alien-Piraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Ja, ich merk's. Oh, da ist noch einer. Ich krieg erstmal voll auf die Fresse. So. Apropos Piraten. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Was? Ah, eine Schrotflinte. Ja, komm, nehmen wir die mal, die Waffe. Oh Gott! Ich habe mich gerade voll erschreckt. Okay. Noch mehr Gefallene. Schmeiß
Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Mach ich. Scheiße. Als ob. Ich hab keine Munition. Okay. Ah, ist ein Boss. Okay. Dein Licht ist stark, Hüter. Ah, mit Dreieck wechseln mal Waffen, okay. Okay. Du Stück Scheiße, ey. Geh immer weiter. Ich versuche, ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Ja, ich muss aber trotzdem ganz ehrlich sagen, es gibt zwar Artefakte, also so ein paar Bildprobleme, die seht ihr wahrscheinlich eh nicht, weil ihr das ja auch nur als Video seht. Aber das ist einfach genau derselbe Anfang. Jetzt kommt das Schiff, ne? Achtung! Alien-Piraten, ne? Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Ah, da ist ein Spieler. Jetzt kommt das Schiff von denen, ne? Sie wollten einen Kampf, dann sollen sie den auch kriegen. Ja, genau derselbe Anfang wie im ersten Teil. Ich kann mich noch voll dran erinnern an 2014. Flashbacks. Jetzt geht's da vorne direkt weiter mit Gefahr. Komm, voll drauf! Weg mit dem Schrotter! Roboter-Schrott hier! Da ist noch so einer! Boah, die sind ein bisschen OP! Ein bisschen sehr OP! Für einen Anfänger wie mich! Eigentlich. Nee, kann man. Es gibt, glaube ich, keine Third Person, ne? Das ist ein Gegner. Also einer der Bosse. Wie soll ich denn hiermit klarkommen?
Hä, ehrlich? Bringt einfach mal kaum was. Und ich soll da durch. Wie soll ich denn da durchkommen? Ja. Die sind witzig. Die sind sehr witzig. Ihr Spastis, ey. Wie viele von euch Arschlöcher... ehrlich. Ich bin machtlos. Alter, ich brauch mal so Port hier. Die reißen mir hier nur den Arsch auf. Ja. Konzentrier dich auf die Gefallen. Das ist... Ich bin unfassbar schlecht, Alter. Das ist unfassbar schlechtes Gameplay, was ich hier abliefer. Grottenschlecht, das kann man ja gar nicht zeigen auf YouTube. Muss man sich ja für schämen. Ja, ohne Support wird das hier nichts. Wie soll ich denn ansatzweise hier durchkommen? Kann man hier nicht... Mach kaputt die Scheiße. Ich weiß nicht, sind die irgendwie härter als früher? Irgendwie auf der PS4 hat das relativ gut geklappt. Probier mal was aus. Ich gehe mal hierher. Oder sprinte mal richtig hierher. Da. Lädt man. Ah doch, man lädt wieder voll auf. Stimmt. Ja. Digga! Kann doch nicht sein. Hey. Ich bin ja komplett lost. Nee.
Leute. Er ist klar. Wie soll ich hier nur ansatzweise durchkommen? Ja, ich bin wieder tot, ne? Leck mich am Arsch. Keine Munition mehr. Okay. Ich habe ein Signal von einem alten Sprungschiff empfangen. Okay. Machen wir uns auf die Suche. Ah. Hüter, wir müssen hier weg. Ja, versuche ich doch. Ich versuche aktuell nichts anderes. Die sind so overpowered. War das im ersten Teil auch so? Wenn wir in die Stadt kommen, ja doch, wirst du verstehen, warum ich dich zurückgebracht habe. Die Leute, das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Und erst der Reisende. Warte nur, bis du alles siehst. Ja, weil der erste war, glaube ich, neues Ziel. Hier kommt, glaube ich, der erste Endboss, ne? Also, der erste richtige Bosskampf. B. Oh Gott. Was soll ich hier holen? Halte ist hier ein gedrückt und die. Okay, na, machen wir mal. Okay. Ah, genau, das ist es. Los geht's. Schnappen wir uns das Schiff. Der wäre schon mal am Arsch. So. Schauen wir uns unser neues Schiff an. Heieiei. Das war eine Geburt. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Oh, wir können sprechen. Ich glaube, im ersten Teil konnte der Charakter nicht sprechen. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Star Wars, die Melodie. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Los, schnell weg! Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Destiny 2. Aber das ist ja genau derselbe Anfang wie im ersten Teil, oder? Also, ich weiß nicht, wie es, ob das so ist, aber ich habe schon so das Gefühl. Naja. Bungie.
ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ja, wie alles auf der Welt. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Ich bin auch gerade ein Geist, wenn ich mich so in der Webcam bist sehe. Ein Hüter. Ah, jetzt dies nicht mehr. Ist dein Schicksal. Okay. Ich merke schon so ein bisschen, wie die Grafik hier ein bisschen am rumstruggeln ist. Aber grundsätzlich... Die letzten Überlebenden des Untergangs nennen die Stadt ihr Zuhause. Deswegen habe ich dich zurückgebracht. Um sie zu verteidigen. Und unsere verlorenen Welten zurückzuerobern. Da sind wir. Der Reisende. Die letzte Stadt. Willkommen zu Hause. Oh ja. Jetzt kommen wir auf hier Planeten an, ne? Was lädt das so lange? Die Leute wollen Gameplay sehen und kein Loading Screen. Dann kann ich auch den Loading Simulator spielen. Und ja, diesen Scheiß Simulator gibt es wirklich. Ah, aber geht weiter. Willkommen im. Von den zahlreichen Kelleretagen hier. Okay. Ja. Oh, wir sind aber. Das ist eine andere. Okay, das ist jetzt nicht mehr wie in Destiny 1. Das ist auf jeden Fall anders. Können wir auch Doppelsprung machen? Nur hier nicht. Okay. Boah. Weg da. Tja, so wird die Welt meiner Zukunft aussehen, Leute. Lol, guck mal da rein, da ist ja irgendwie eine Stadt drinne. In der Kugel. Wow. Hüter, ich freue mich, dass du hier bist. Hm.
Ja, ich auch. Aber du freust dich bei jedem Spieler. Also ist das schon mal relativ gelogen. Ja, das sieht so geil aus. Was denn? Konzentrier dich. Ja genau, konzentrier dich mal. Das muss noch fertig werden. Heute. Von den zahlreichen Kelleretagen hier wurden nur viel geputzt und versichert. Mhm. Alle am Schweißen. Hat er auch hier Schweißerhelm auf? Nee, hat er nicht. Ja, selbst dran schuld, wenn deine Augen verblenden. Huch. Oh, das ist ja gefährlich, wenn hier so die Funken sprühen. Also Arbeitssicherheit wird hier in der Zukunft noch nicht groß nicht mehr so groß geschrieben. Keine Ahnung, welchen Jahr wir uns hier befinden, aber... Oh, ist aber auf jeden Fall größer hier. Oh, ziemlich leise die Teile. Ah, guck mal, das ist die tolle Zukunft. Wie leise die Dinger sind. Ja, gar kein Ton. Das Gitter hier ist ja lauter als alles andere. Interessant, dass man da einfach drauf laufen kann. Naja. Können wir noch ein bisschen tiefer runter, so? Ja, wir sind, glaube ich, schon am untersten Teil, ne? Ich probiere mal. Ne, okay. Vor allem, wie man hier in Destiny einfach schon stirbt, bevor man, Oh, Fußball. Der funktioniert sogar, geil. Weil wie man hier in Destiny einfach schon stirbt, bevor man... bevor man auf den Boden aufkommt. Können wir den hier irgendwie out of map? Scheiße. Komm da raus. Jawohl. Ein letztes Ziel noch. Dann können wir das hier beenden. Ich muss diesen scheiß Ball noch wegbekommen. Hier darf nichts gespielt werden. Oh ja. Yeah. Geht der hier runter? Geht der tatsächlich? Aber der wird einfach respawned, alles klar.
Scheiß Ball! Naja. Gehen wir hier. Oh, die kann man auch umtreten. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich relativ gerade zufrieden mit der Streaming-Qualität. Also ich denke, ihr auf YouTube solltet eigentlich gar nichts gesehen haben davon. Also ich denke, ich könnte hier mit Let's Playen letztendlich gesehen Destiny. Also es klappt schon mal besser wie auf meiner scheiß PS4. Da kann man ja keine Webcam benutzen. Hier kann ich am PC zocken, easy. In 4K-Qualität. Auch wenn ich das jetzt nicht sehe, weil ich nur einen Full-HD-Bildschirm habe. Aber theoretisch gesehen 4K. Und ich finde Stadia, also bis jetzt, es ist ja so gesehen noch ein Beta-Launch so ein bisschen. Wenn noch ein bisschen die Spiele erweitert werden, da bin ich zufrieden. Hier Call of Duty und so, Need for Speed fehlt. The Crew, Battlefield, alle so Spiele, wenn die noch kommen, dann wird Stadia richtig geil. Also, ich bin relativ zufrieden aktuell. Sagen wir mal aus. Geht nicht, ne? Ah, doch. Ah, oder? Wenn wir uns mit den Omolon-Leuten treffen, dann folgt einfach meinem Beispiel. Komm her! Bam! Ja. Gut, Leute. Also, ich habe jetzt ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Warte mal, ist auf der anderen Seite. Ne, auf der anderen Seite sind Berge, ne? Ah, nochmal kurz gerade die Aussicht genießen. Dann können wir die Folge beenden. Jo. Gut. Also ich finde es ist gerade eigentlich mega gestochen scharf. Guck mal, wie viele Spieler hier unterwegs sind. Ja. Gut, Leute, ich beende jetzt mal die Folge und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin mit raus. Ciao. Leute, also wie gesagt, es wird halt quasi, sobald Stadia fertig ankommt bei mir richtig, dann werden wir das mal einrichten. Also im Chromecast, zum Teil habe ich das ja schon eingerichtet. Aber, ja. Da werde ich dann auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und, ja. Wie gesagt, freut euch auf den technischen Stadia-Teil. Den Gaming-Teil haben wir jetzt schon abgeschlossen. Mit Destiny 2 und ja, das ist schon sehr zufriedenstellend, finde ich jetzt. Von daher bis zum technischen Teil, wenn es eher mal um die Technik von Stadia geht. Ciao Leute. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr weiterhin auf dem Kanal nichts verpassen wollt, würde ich mich natürlich auch natürlich wahnsinnig über ein Abo freuen. Achso Leute, was ich vergessen habe zu besprechen, und zwar weil ich euch noch hier gerade mal was zeigen. Und zwar habe ich einen netten Screenshot gemacht, den zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist der hier. Und zwar, ja, ich habe, ihr seht, einen nicht ganz so krassen Prozessor mit 2,67 GHz. Ich habe eine Grafikkarte. Das ist hier die GPU mit 2 GB. Und als RAM habe ich 20 GB verfügbar.
dann seht ihr hier die Auslastungen, ne? Also, seht ihr hier die Leistung? Das ist, was sind das für genau für einen Prozessor? Da muss ich jetzt mal tatsächlich mal reingucken, was das genau für einer ist. Das ist ein System. Ah. Ein Xeon. Xeon R steht hier einfach. Ah, hier, ne, hier steht X5650. Ja. Das ist der Prozessor. Und ja, der liegt mir jetzt bei 39%. Wie gesagt, GPU. Das ist eine, was habe ich denn für eine Grafikkarte? Eine AMD Radeon, wie heißt die, 200 irgendwas. Auf jeden Fall eine relativ alte Grafikkarte, ich glaube so 2012, 11 oder so, also schon ein bisschen älteres Modell. Und Halleluja, ich sehe schon wieder so weiß aus in der Webcam. okay. Ja, und RAM 20 GB DDR3 von, weiß ich nicht, welcher Firma auch. Das ist aber kein besonderer RAM, es ist irgend so ein 0815 Standard RAM, also von daher nichts Besonderes. Und FPS könnten halt nicht angezeigt werden, ist aber auch nicht so wichtig. Es geht mir ja eher hier um diese drei technischen Daten. Ja, und die, finde ich, sind ja dann doch schon relativ in Ordnung. Na gut, aber jetzt bin ich aber wirklich raus. Bis zum nächsten Teil von Stadia. Das war Teil 1 von 2. Ich bin raus. Ciao, Leute.